Was wir hier machen, ist, wir schneiden unsere Taschenposition einfach aus. Jetzt haben wir das ausgeschnitten, also nehmen wir unser Vorderteil, drehen das mal kurz rum und dann wird das hier aufeinander gelegt. Das ist also ganz, ganz einfach. Und wir zeichnen an, wo unsere Tasche jetzt sitzen muss. Und genau hier werde ich dann später auch nähen. Du wirst dir dann außerdem noch anzeichnen, genau die Mitte von der Tasche. Also hier haben wir die Mitte vom Paspe. Schön ausmessen und auch anzeichnen, damit das einfacher später ist. Jetzt haben wir hier unseren laminierten Stoff und der geht natürlich auf die Außenseite. Und jetzt mache ich das wieder. Ich stecke mir das hier oben rauf, so dass ich weiß, wo das jetzt sitzen muss. Dieses Teil muss genau mittig drauf liegen. Also hier rüber, genau so, dass ich genügend auf beiden Seiten habe. Also genau auf der Mitte sitzt das Teil. Und dann kann ich das jetzt hier so ein bisschen runterhalten, ja, und dann rutsche ich das einfach raus. Jetzt ist es in der richtigen Position schon mal drauf und ich kann da jetzt die ganze Sache einfach umdrehen. Wenn du diese laminierten Stoffe nimmst, die verrutschen gar nicht groß. Also wenn man das gut festhält, dann kann man das jetzt einfach umdrehen. Ich kann das sogar durchsehen, wo es ist und kann checken, dass es in der richtigen Position ist. Und dann werden hier einfach ein paar Nadeln von jeder Seite eingebracht. So. Was ich jetzt noch machen muss, ist einmal hier rundherum nähen und zwar mit einer ganz kleinen Stichlänge 1. Was ich jetzt hier mache, ist, ich schneide meine Tasche auf und zwar genau durch die Mitte. Das ist ganz wichtig, dass das die richtige Distanz ist, dass du hier nicht irgendwie so mal rüberschneidest und dann zur anderen Seite, damit das auch alles nachher toll aussieht. Denn je genauer du hier arbeitest, je einfacher ist diese Tasche, ne? Und dann wirklich bis in die Ecke reinschneiden. Also das Zeug ist ja laminiert. Wenn du jetzt mit normalem Stoff arbeitest, würde ich dir schon empfehlen, ein bisschen Fisseline vorher aufzubügeln. So, jetzt habe ich das alles geschnitten und ich kann meine Tasche auf die andere Seite durchziehen. So würde das jetzt aussehen. Aber wir machen natürlich unsere Lippen da rein. Also wird jetzt hier meine Lippe hochgeschoben. So, jetzt liegen hier meine Lippen wunderbar zu dieser Seite. Das Einfachste ist jetzt erstmal meinen Reißverschluss darunter zu bringen. Okay, so damit das mir nicht verrutschen kann, mache ich jetzt hier was. Und zwar stecke ich mir eine Nadel hier rein und zwar genau da, wo natürlich die Nahtlinie ist, damit das nicht nachher zu sehen ist. Das ist ganz wichtig, denn das lässt ja überall Löcher, wenn man hier mitnäht. Das will man natürlich nicht, dass das dann zu sehen ist. Also mache ich mir hier direkt in der Naht eine Nadel rein auf beiden Seiten. So, ich habe jetzt hier natürlich meine Nadeln drin stecken. Das kann jetzt nicht mehr verrutschen. Und dann habe ich hier nochmal meinen Reißverschluss an die Lippen rangesteckt. So, jetzt mache ich das auf der anderen Seite auch. Und zwar hier einmal rangesteckt und rangesteckt. Und natürlich oben auch. Das muss also richtig schön knapp und alles richtig ordentlich da dran liegen. Da
kann ich auch stecken. Das ist das Schöne jetzt, ne? Also unbedingt will ich mir das gut gesteckt haben. Gut gesteckt ist halb genäht, ne? So, nochmal auf der anderen Seite feststecken. So, und wenn ich das jetzt umdrehe, dann sollte ich hier sehen und das öffne, dass meine Zähne direkt da auf der Mitte liegen. Also alles ist klar, ich kann jetzt diese hier wieder rausnehmen, die brauche ich jetzt nicht mehr. Es ist positioniert und das sitzt jetzt relativ locker hier drauf, ne? Und jetzt werde ich mir das mit der Nähmaschine erstmal hier raufnähen. Ist natürlich wichtig, dass ich meinen Reißverschluss aufmache. Das ist nämlich dann wesentlich einfacher zu nähen, nehme ich mal an, ne? Also machst du deinen Reißverschluss auf. Wir nähen das jetzt zum ersten Mal an. Deine Nadelposition muss ganz rüber nach links sein. Die Nadel also ganz auf der linken Seite. Bei der Pfaffmaschine ist das ganz einfach zu machen. Und jetzt lege ich das hier einfach runter und nähe das an. Ups, Stichlänge natürlich wieder größer machen. Drehen wir das mal schnell auf die Außenseite, ja? Und wenn wir das jetzt, unsere Lippen, wieder zurückbewegen, wo sie dann hingehören, ne? Jetzt kann ich mir da meine Nadel wieder reinstecken. Ups. Ja. So ist das richtig. Und jetzt mache ich das auf dieser Seite auch. Ich ziehe das schön glatt und straff. Was ich natürlich nicht machen darf, da müsst ihr jetzt hier gut aufpassen. Der muss natürlich dicht sein, sonst hast du nachher deinen Knubbel hier auf der anderen Seite und das ist natürlich nicht besonders gut. Also erstmal das ganze Ding zuziehen, zumindest auf dieser Seite ist das wichtig. Auf der anderen Seite natürlich nicht, da ist das nur im Weg, ja. Aber auf dieser Seite, es muss dicht sein, der kann dann hier irgendwo liegen. Da irgendwo, wo ist er? Da, das reicht, okay. So, jetzt nähe ich das erstmal zu. Für diese Eingriffstasche habe ich einen dickeren Faden benutzt. Also da muss natürlich meine Spannung ganz, ganz hoch sein. Also wer jetzt kein Reißverschlussfüßchen hat, der kann natürlich auch ein ganz normales Füßchen benutzen und einfach die Nadel etwas rübersetzen. Und jetzt nähe ich einfach einmal rundherum. Ich habe mein Reißverschlussfüßchen direkt an die Kante hier angesetzt. Das ist also super. Und ich muss natürlich darauf achten, dass meine Stichlänge wieder schön groß ist, ansonsten sieht das doof aus. Ich werde auch meinen Faden nicht vernähen am Anfang und am Ende, sondern ich werde die Fäden durchziehen, also nicht vorwärts und zurück. So, jetzt habe ich meine Fäden auf die andere Seite durchgezogen. Die sitzen jetzt alle hier, die muss ich jetzt nur schön verknoten und dann wegziehen. Ja, also ich mache erstmal einen Knoten rein. Wieder nichts funktioniert, wenn man es so gerne schnell hat, ne? Weil man da so eine Kamera hat. So, jetzt werde ich das mal kurz abknoten. Und dann brauche ich eine große Stopfnadel oder sowas. Und dann ziehe ich das einfach durch auf diese Seite und lasse es länger hängen. Aber zwischendurch alle Fäden erstmal abschneiden, damit es richtig gut aussieht. Und jetzt nehme ich mein Futter, rechte Seite auf rechte Seite. Und ich nähe das Futter hier unten an. Und dann kann ich das natürlich hier runterfalten, sodass das hier ganz glatt ist. Und dann hebe ich das hier hoch und nähe das jetzt oben an. Und wenn das natürlich angenäht ist, dann habe ich meine Tasche ja schon fast fertig, ne?
Und dann ist das Letzte, das Ganze umzufalten hier und dann einmal runterzunähen auf beiden Seiten. Und dann habe ich meine Tasche drin. Also die sieht total pro aus. Und ich muss jetzt nur noch mir irgendwie so ein Düschel da, den hätte ich eigentlich lieber vorher angebracht als jetzt. Ich werde das hier abklipsen und mir was ganz Schickes jetzt selber dann natürlich dazu machen. Wer sich jetzt auch so einen Anhänger selber basteln möchte, meiner ist natürlich nicht so super toll, kein Profi im Modeschmuck basteln, aber immerhin, der kann jetzt auf meiner Projektseite einfach nachsehen, wo es das Video gibt. Der Link ist unter diesem Video und es gibt natürlich noch viele andere Taschen, die du mit diesem Schnittmuster auch nähen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nähen deiner eigenen Tasche.